meinen Videos öfter mal Szenen, wo ich an meinem Laptop sitze. Und ich habe da schon einige Nachrichten bekommen und Kommentare bekommen von Leuten, die meinten, Lara, was machst du eigentlich, wenn du dann wie wild in die Tasten drückst? Und wie hast du es geschafft, deinen Laptop so zu personalisieren? Und diese ganzen Tipps und Tricks zum Personalisieren, aber auch die ganzen Apps und Extensions, die ich auf meinem Laptop drauf habe, möchte ich euch heute mal zeigen und versuchen euch zu helfen, eure Arbeit mit eurem Laptop dann zu vereinfachen und vielleicht auch ein bisschen zu verschönern. Also viel Spaß bei dem heutigen Video. Als allererstes sehen wir ganz normal meinen Desktop und meine ganzen Ordner hier rechts. Ich habe das alles relativ minimalistisch gehalten, würde ich sagen. Ich habe einfach einen ganz einfachen, einfarbigen Hintergrund genommen, damit ich das am wenigsten einfach ablenkt. Ich habe früher da mein Vision Board gehabt, beziehungsweise einfach eine Collage aus mehreren Bildern. Aber das war alles irgendwie immer so ablenkend im Hintergrund und ja, deswegen habe ich jetzt nur eine einfache Farbe. Und wie ihr seht, habe ich das Ganze so ein bisschen in rosa gehalten. Eigentlich bin ich gar nicht mehr so der rosa Typ, aber irgendwie fand ich das ganz schön und ganz ästhetisch, deswegen... Ja, habe das ganze Design so in rosa gehalten. Beispielsweise sehen wir hier auch, dass meine Farben, wenn ich irgendwo drauf drücke, dass das auch einfach in rosa ist. Normalerweise ist das Ganze ja blau. Und wie ihr das ändern könnt, ist, indem ihr auf Systemeinstellungen geht. Und dann geht ihr auf Allgemein. Und dann sieht man hier schon die ganzen Auswahlmöglichkeiten. Und da muss man einfach bei Akzentfarbe auf rosa drücken. Ich hatte das auch mal eine Zeit lang auf Grau, aber das fand ich dann irgendwie ein bisschen langweilig, deswegen habe ich das jetzt auf Rosa. Genau, das kann man da ganz einfach machen. Außerdem sehen wir hier auch schon meine kleine To-Do-Liste auf meinem Desktop, genau. Die ist jetzt gerade leer, da ich mir so dachte, fürs Video muss ich jetzt nicht meine ganze To-Do-Liste da aufschreiben, um es euch so zu zeigen, sondern halt es mal lieber kurz so sauber, damit ihr ungefähr das Prinzip versteht. Und das Ganze ist eine App auf dem MacBook, die Notizzettel heißt, glaube ich. Ja, und wenn ihr diese App öffnet, erscheinen automatisch so 2 oder 3 Notizzettel, glaube ich. Und dann kann man hier auf Farbe gehen, dort auch die Farbe ändern. Man kann die Schrift auch ändern und so weiter. Also das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, die mir auch erst vor ein paar Wochen aufgefallen ist. Das ist total komisch. Das ist eigentlich relativ einfach, aber irgendwie ist so eine Sache, die, glaube ich, nicht so viele wissen. Aber ja, diese Notizzettel-App ist ziemlich cool. Dann sehen wir hier rechts auch meine ganzen Ordner. Und zwar habe ich da einmal als allererstes meine Musiklizenzen, denn ich mache ja bei meinen YouTube-Videos immer Musik runter, wie ihr auch gerade wahrscheinlich hören könnt. Und das Ganze ist bei YouTube ein bisschen schwieriger, denn man kann nicht einfach irgendwelche Musik verwenden, da man dann ja auch irgendwelche Urheberrechte verletzt. Und deswegen bin ich auf einer Plattform angemeldet, bei der ich mir Musik kaufen kann, die ich dann verwenden darf. Und dafür kaufe ich mir sogenannte Musiklizenzen, die ich da alle gespeichert habe. Also das sind dann so kleine Verträge, die ich abgeschlossen habe sozusagen. Da sind die ganzen Lizenzen drin. Dann habe ich einen Ordner für Kooperationen darunter und da sind dann Verträge mit Firmen zum Beispiel drin. Das heißt, wenn ich jetzt auf meinem Kanal oder auf Instagram auch Kooperation mit Firmen mache, das heißt, ich ein Produkt oder eine Dienstleistung euch hier vorstelle und dafür das Produkt beispielsweise umsonst bekomme oder auch eine kleine Bezahlung dafür bekomme, muss ich mit der Firma einen Vertrag abschließen, damit das Ganze natürlich auch rechtlich abgesichert ist. Und diese ganzen Sachen, also die ganzen Details und Verträge, habe ich dann da drin gespeichert. Dann habe ich links daneben einen Ordner, der Business heißt. Und das ist vielleicht ein bisschen komisch so beschriftet, aber es geht ja vor allem um YouTube und da habe ich dann noch andere Sachen drin, wie irgendwelche Designs für meinen YouTube-Kanal, manchmal auch Thumbnail-Ideen und alle anderen möglichen Sachen, die damit irgendwie zu tun haben. Darunter habe ich einmal den Ordner B-Rolls und vielleicht kennt ihr diesen Ausdruck schon, vielleicht auch nicht. Und zwar sind B-Rolls diese kleinen Aufnahmen, die ihr zum Beispiel jetzt hier seht. Und da habe ich einfach einige Videos gespeichert, die ich dann einfach quasi über das normale Video rüberlegen kann, wie jetzt zum Beispiel diese Szene hier, die ihr jetzt gerade seht. Und damit ich diese Szene nicht immer wieder aufnehmen muss, das heißt, wenn ich in einem Video sage, und dann lese ich abends immer sehr gerne, dann muss ich nicht diese Szene, wie ich lese, jedes Mal wieder neu aufnehmen, sondern einfach diese Sachen gespeichert, damit ich sie wiederverwenden kann und so durch halt einfach extrem viel Zeit spare. Rechts daneben haben wir meinen Podcast-Ordner. Und da habe ich einfach alle Sachen, die zu meinem Podcast passen da drin gespeichert, wie jetzt zum Beispiel das Cover habe ich da gespeichert oder auch Podcast-Folgen generell, also Rohmaterialien und alles weitere, was damit zu tun hat. Falls ihr meinen Podcast noch nicht kennt, könnt ihr ihn sehr gerne anhören, der heißt Gut Genug und man findet ihn eigentlich überall, wo man Podcasts hören kann. Dann habe ich darunter einmal einen Schulordner, der School heißt und ja, ich glaube, das ist selbst erklärend, habe ich einfach alle Sachen, die mit der Schule zu tun haben, irgendwie drin gespeichert, also irgendwelche PDF-Dateien, Bilder, Arbeiten, alles Mögliche. Links daneben habe ich dann einen Fotos-Ordner und da habe ich einfach einige Fotos gespeichert, sei es jetzt Fotos von mir oder auch andere Fotos generell. Wenn ich zum Beispiel irgendein Thumbnail designen möchte oder das irgendwie mich bei einer Webseite anmelden möchte, keine Ahnung, dann braucht man ja öfter mal irgendwelche Fotos und da habe ich einfach so 3, 4, 5 Fotos von mir gespeichert, die ich dann in solchen Fällen verwenden kann. Dann habe ich dann darunter einen Ordner, der Inspo heißt, also Inspiration. Und da habe ich dann einfach so ein paar Fotos, die beispielsweise auch auf meinem Vision Board sein könnten, reingespeichert. Rechts daneben habe ich einen Ordner, der Talk to me in Korean heißt und da sind einfach ganz normal die Dateien drin, die ich zum Koreanisch lernen brauche. Denn ich habe einige Workbooks zum Koreanisch lernen und dazu gibt es dann auch bestimmte Audiodateien, die mit dem Buch gehen. Und ganz oben habe ich noch meine YouTube-Mediathek.
ganz vergessen. Wenn ich darauf klicke, öffnet sich einfach meine YouTube-Mediathek in meinem Schnittprogramm und dann kann ich anfangen, da zu schneiden. Sorry. Um das Cover auf deinem Ordner zu ändern, musst du einfach erstmal den Ordner auswählen und dann geht man hier oben auf Ablage und Informationen. Und dann gibt es hier oben links dieses kleine Cover, da drücken wir darauf, dass es ausgewählt ist und dann können wir auf Bearbeiten gehen und dann da bestimmte Sachen einsetzen. Das heißt, wir müssen vorher das Foto, was wir haben wollen, kopieren und dann da einfach einsetzen und so ändert sich aber das Cover. Das ist total einfach eigentlich. Ja, und so habe ich das bei allen Ordnern gemacht. Das heißt, ich habe bei allen Ordnern einfach ein anderes Bild eingefügt, damit es alles wieder zusammenpasst und da kann man wirklich alles machen. Ihr könnt auch Bilder nehmen, die einen transparenten Hintergrund haben. Das heißt, ihr dann wirklich nur dieses bestimmte Objekt dann seht, ohne irgendwie so einen richtig krassen Rahmen zu haben oder so. Kommen wir jetzt mal zu den ganzen Apps und Programmen, die ich auf meinem Laptop drauf habe und die ich regelmäßig benutze. Und zwar habe ich da einmal Final Cut Pro und Final Cut Pro ist nämlich auch das Schnittprogramm, was ich benutze. Ey. Final Cut Pro ist das Schnittprogramm, was ich benutze, um meine Videos hier zu schneiden, was ihr auch oft mal in meinen Videos seht, wenn ich irgendwie sage, dass ich jetzt was schneide. Das hat ein bisschen mehr gekostet, aber es ist auch wirklich sehr, sehr professionell und ich glaube, damit werden auch richtige Kinofilme geschnitten, wenn ich mich nicht irre. Und da kann man wirklich extrem viel mitmachen und ich bin sehr zufrieden mit diesem Schnittprogramm auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir zu dem Programm, was ihr wahrscheinlich alle mittlerweile schon kennt, was ich tausendmal in meinen Videos anspreche. Und ich werde auch gefühlt jeden Tag gefragt, ob ich mal zu dieser App bzw. diesem Programm ein Tutorial machen kann. Und zwar geht es jetzt um Notion. Notion ist mein Planungs- und Organisationssystem. Das heißt, ich plane da und organisiere da eigentlich alles, also mein ganzes Leben. Ich plane da meine YouTube-Videos, meine Woche, meine To-Do-Listen, meine Gewohnheiten tracke ich da. Ich tracke meinen Lesestatus, Sachen, die ich kaufen möchte, generell Ideen, meine Kreativität. Alles ist da drin eigentlich. Aber keine Sorge, denn ich werde auf jeden Fall nochmal ein richtiges Video über Notion machen. Also keine Sorge, ich werde das wirklich jeden Tag gefragt und es wird auf jeden Fall auch noch kommen. Aber machen wir erstmal weiter mit den anderen Apps. Dann habe ich nämlich auch noch Microsoft Teams darauf, was ich regelmäßig benutze. Und zwar ist es einfach eine Plattform, die wir für die Schule benutzen, die wir jetzt auch zu der Quarantänezeit benutzt haben und ja, dort einfach kommuniziert haben. Dort kann man nämlich Videoanrufe machen, normale Sprachanrufe, dort kann man Aufgaben generell machen, man kann privat mit jemandem schreiben, man kann Gruppen erstellen, eigentlich alles. Man kann eigentlich alles machen. Und außerdem benutze ich noch regelmäßig Skype und FaceTime, also einfach um mit Leuten ja einen Facecall zu machen und diese Leute anzurufen und das sind einfach so die zwei Sachen, die ich meistens benutze. Und als letztes habe ich da auf jeden Fall auch noch Spotify, was ich öfter oder fast jeden Tag benutze. Und der Spotify ist einfach eine App, wo man Musik hören kann. Ich denke, man kennt sie alle. Und das sind so die Apps, die ich regelmäßig benutze, beziehungsweise fast jeden Tag benutze. Und jetzt kommen wir mal zu meinen ganzen, Google Extensions, nenne ich sie mal. Also einfach alle Sachen, die man hier oben, wenn man jetzt bei mir Chrome zum Beispiel öffnet, die man jetzt hier oben rechts sieht und die mir einfach, ja, meine Arbeit mit dem Internet ein bisschen erleichtern. Wenn wir aber erstmal auf Chrome gehen, sehen wir, dass ich einen personalisierten Hintergrund habe. Und zwar habe ich da einfach ein, ja, Foto von BTS, wie man sehen kann. Und das Ganze habe ich einfach geändert, indem ich hier unten auf diesen Stift gegangen bin, auf, ja, Veränderungen. Und dort kann man dann einfach ein neues Bild auswählen. Und die erste Extension, die ich da habe, ist Mendeley. Und Mendeley ist sehr gut, falls du wissenschaftlich recherchieren möchtest zum Beispiel. Da du mit dieser Extension einfach Webseiten abspeichern kannst. Das heißt, wenn du auf einer Webseite drauf bist, kannst du einfach raufklicken und dann auf Speichern. Und dann wird es in dieser App Mendeley abgespeichert. So kannst du auch wieder auf die Webseiten zugreifen. Also quasi so, als würdest du einfach die ganzen Links einsammeln. Dann habe ich als nächstes TubeBuddy. Und TubeBuddy ist für meine Tätigkeit als YouTuberin, sage ich mal. Denn dort kann ich Keywords von anderen YouTuberInnen anschauen. Dort kann ich gucken, welches Ranking bestimmte Videos haben und habe dann einfach noch ein paar mehr Insights und Analysen von bestimmten Videos und Kanälen, die ich dann einfach dort ja sehen kann. Dann habe ich auch noch die Extension Keywords Everywhere und die ist auch so ähnlich wie TubeBuddy, nur dass ich halt nur auf Keywords fokussiere. Das heißt, wenn ich auf irgendwelche Videos gehe oder so, dann sehe ich bestimmte Schlüsselwörter, also Keywords, die YouTuberInnen benutzt haben. Beispielsweise, wenn ich jetzt dieses Video hochlade, mache ich als Keyword MacBook Tour, wie personalisiere ich meinen MacBook oder am Laptop arbeiten. Halt generell einfach diese Keywords, diese Schlüsselwörter, die man bei einem Video angibt, die kann ich dann sehen. Und dann habe ich noch die Extension Picture in Picture. Und wie das Ganze schon sagt, ist es einfach eine Bild-in-Bild-Funktion. Zum Beispiel, wenn ich jetzt YouTube gucke, aber dabei irgendwas auf Notion planen möchte oder mitschreiben möchte oder so, dann klicke ich hier oben auf Picture in Picture und schon wird mir das YouTube-Video etwas kleiner angezeigt. Und ich kann das Video auch rumschieben und ja, kann da einfach andere Programme und Apps und andere Dinge öffnen, während das Video im Hintergrund zwar weiterläuft und ich es weiter sehen kann. Und das finde ich ziemlich hilfreich, wenn ich zum Beispiel bei meinem Video Notizen machen möchte oder so. Und das kann ich dann einfach so, ja, alles auf einmal sehen.
Kommen wir zu der Frage, was mache ich eigentlich auf meinem Laptop? Und ich denke, das Ganze ist jetzt schon innerhalb dieses Videos geklärt worden. Und zwar schneide ich dort meine ganzen Videos und mache dort meinen ganzen YouTube-Kram. Also schneiden, bearbeiten, auch Thumbnails bearbeiten, Kommentare beantworten. Also eigentlich alles, was mit Bild- und Videobearbeitung zu tun hat, mache ich auf meinem Laptop. Außerdem plane ich auch sehr, sehr viel. Eigentlich plane ich fast nur auf meinem Laptop. Da benutze ich das viel zur Kommunikation, das heißt E-Mails beantworten oder auch jetzt FaceTime, Skype oder Microsoft Teams. Also zur Kommunikation benutze ich das. Und dann aber auch ein bisschen zum Lernen. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich jetzt Koreanisch lernen möchte, gehe ich hier auf meinen Ordner oder auch generell zum Lernen, wenn ich auf Webseiten gehen möchte oder Word oder bla bla bla. Das sind nur die Hauptsachen, die ich so auf meinem Laptop mache. Und jetzt komme ich kurz mal zu der Frage, wie ich ihn denn so organisiert die ganze Zeit halte. Da man ja sieht, dass es schon relativ gut organisiert ist, eigentlich alles ziemlich ordentlich und minimalistisch auch aussieht. Und was ich da vor allem mache, um es ganz organisiert zu halten, ist auf jeden Fall, dass ich es regelmäßig ausmiste. Es vor allem, ihn regelmäßig ausmiste. Falls ihr schon das Video zu meiner Sonntagsroutine gesehen habt, dann wisst ihr bestimmt, dass ich jeden Sonntag meinen Laptop so ein bisschen aufräume und ausmiste. Das heißt, dass ich vor allem die ganzen Sachen aus Final Cut Pro lösche, das heißt Videos, die ich nicht mehr brauche, lösche ich aus Final Cut Pro. Ich lösche meine SD-Karten jede Woche und gehe das auf jeden Fall immer jeden Sonntag durch. Ansonsten, was mir auch sehr hilft, ist, dass ich immer Dateien sofort in Ordner einordne oder sofort lösche. Also falls ich irgendwelche PDF-Dateien oder Bilder habe, die auf meinem Desktop rumschwühlen, ordne ich, denke ich, immer entweder sofort in einen Ordner ein oder lösche es sofort. Weil ich mag das irgendwie gar nicht, wenn außer meinen Ordnern noch was anderes hier irgendwie rumschwirrt. Deswegen, das wird immer dann sofort eingeordnet oder gelöscht. Und was mein Laptop auch sehr ordentlich wirken lässt, auf jeden Fall, dass das alles eine einheitliche Farbe ist. Also ich habe ja alles so ein bisschen in rosa gehalten. Ich habe zum Beispiel die ganzen Ordner in rosa und die Notizzettel in rosa. Ja, man versucht irgendwie alles ganz simpel in rosa in einer Farbe zu halten. Eigentlich möchte ich es viel lieber entweder in braun oder beige machen, weil das so die Farben sind, die irgendwie, ich glaube, meine Persönlichkeit und meinen Stil so ein bisschen besser repräsentieren als rosa, würde ich eigentlich sagen. Aber tatsächlich gibt es die Farbe beige, beziehungsweise braun, dieses braun-beige oder so, gibt es leider nicht so wirklich die Notizzettel und für die Ordner und ja, generell, deswegen bleibe ich dann auch lieber erstmal bei rosa, aber mal gucken, vielleicht ändere ich das noch irgendwann. Das war jetzt ein kleiner Guide zu meiner Arbeit auf meinem Laptop und auch zu der Personalisierung auf meinem Laptop. Lasst mir sehr gerne eine Bewertung da, falls es euch gefallen hat. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat oder was ihr vielleicht noch gar nicht wusstet. Oder auch, was ihr vielleicht noch wisst, was ich vielleicht noch gar nicht erwähnt habe. Das wäre auch auf jeden Fall sehr cool. Wenn dir dieses Video gefallen hat, könnten dir auch noch diese Videos hier gefallen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Dann hoffe ich, dass wir uns sehr bald mal auf meinem Kanal hier wiedersehen. Habt noch einen wunderschönen Tag und dann muss hoffentlich sehr bald mal. Ciao!